Hallo zusammen zur Auflösung von dem Gewinnspiel der Jagd für den Monat Januar. Hier vor mir liegen die Teilnehmer. Das sind diesmal echt wenig. Also 9 Stück sind es an der Zahl. Und diesmal, ja, ich filme das aus der Hand. Ich habe das ein bisschen verpasst, das Gewinnspiel aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Ich mische die Karten mal durch. Eine ist mir runtergefallen. Damit kann derjenige, der runtergefallen ist, einfach schon mal nicht mehr gewinnen. Gewonnen hat diese Person. Und ich drehe es rum, gewonnen hat The Fighter Bros. Schreib bitte bei Discord deine Adresse, dann schicke ich dir die Karten zu. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Hallo zusammen zu diesem neuen Opening. Ich habe dieses Video jetzt voraufgenommen, das heißt, bevor dieses Video gelaufen ist, habt ihr quasi die Gewinnspielauflösung gesehen für den Januar 2019 von der Jagd. Und ich lege jetzt weiter los mit dem, es geht halt einfach weiter im Februar. So. Brauchen wir nicht lange drüber reden hier. Hier sind die 4 Packs. Wie gesagt, ich habe ja ein paar von diesen Sleeve Boostern gekauft. Bis jetzt haben die nicht so viel Glück gebracht. Aber wir werden mal sehen. Und es ist ja noch nicht vorbei. Upsa. Ist auf jeden Fall super viel Müll, ne? Das muss man schon mal dazu sagen. Ey, die Sleeve Booster produzieren noch mehr Müll. So, wir haben nicht jedes Artwork. Wir haben zweimal Marshadow, einmal Kapu Kime und einmal Necrozma. Deswegen würde ich sagen, starten wir mit Marshadow. Und ich bin gespannt, ob uns das Glurak dieses Mal finden wird. Oder ob wir das Glurak finden. Ah, das Glurak wird uns finden. So, Energien. Übrigens, als Vergleich, die alten Sun & Moon Energien und daneben die neuen von Tag Team. Deutlich guter. Deutlich guter. So, wir haben ein Duskull. Oder wie Lien halt sagen würde, Duskull Dab, Tynamo, Mudbrace, Duffel, Plumeria, Seedra, Rotomdex, ein Pikachu Reverse und die Rare ist ein Meow Stick. Non-Holo. Schade, First Pack Maggie hat nicht funktioniert. Second Pack Maggie funktioniert vielleicht. Ey, ich würde so austicken, wenn ich das Glurak ziehen würde, ne? Boah, wäre das heftig. Ich habe mal ausgerechnet, ich bin jetzt zumindest... Es sind noch nicht so viele Booster. Es sind schon sehr viele Booster, die ich aufgemacht habe. Aber momentan stehe ich wohl so circa bei 280 Boostern. Das heißt, diesen Monat machen wir die 300 noch nicht voll, aber nächsten Monat werden die 300 voll gemacht. Wir haben einen Sneasel in Reverse und die Rare ist ein Tangrowth. Non-Holo. Was soll das denn hier? Kapu Kime, wir bringen uns Glück. Vier. Oddish. Dynamo, Mudbray, Stuffle, Neubat, Bodybuilding Dumbbells, ah, Simipur, Solrock, Magikarp, Reverse und die Rare ist ein Weavile, Non-Holo. Wow! Geht ja gut ab hier. So, weiter geht's mit dem letzten Pack. Die Last Pack Maggie! Komm, Last Pack Maggie! Last Pack Maggie! Zeig uns, was geht. Zeig uns, was geht. Mit Wimpert. Togedemaru. Dupada. Cutiefly. Riolu. Gloom. Ein Seviper. Lana. Neubat Reverse. Und die letzte Rare ist ein Chinotic. Non-Holo. Das heißt, wir sind komplett leer ausgegangen in diesem Opening. Komm, damit ihr wenigstens noch was habt. Von dem Opening gibt es einmal den Code und einmal den Code. 2 Codes für euch, dafür, dass wir nichts gezogen haben. Denn ich habe mittlerweile auch keine doppelten Karten mehr. Das heißt, es wandert wohl erstmal vorerst nichts in den Pot. Vielleicht finde ich noch was. Vielleicht suche ich mal in meinen Karten, ob ich irgendwas Cooles finde, was ich dazu tun kann. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Am Mittwoch! 6 Monate Kanaljubiläum.
Da werde ich mal gucken, ob ich da irgendwas Cooles machen kann. Ansonsten, ja, ihr werdet es ja am Mittwoch sehen. Ne? Das war's von meiner Seite aus. Macht's gut, Kami. Ciao.